US-Präsident Donald Trump hat heute vor der UN China scharf attackiert und die Wall Street ist nicht allzu begeistert darüber. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Heute Nacht waren ja wieder Hoffnungen ins Raut geschossen, nachdem Mnuchin gesagt hat, ja, der Liu He, der kommt so in der Woche 7. Oktober. Jetzt sind aber in China Feiertage rund um den 1. Oktober. Das zieht sich dann lange hin, goldene Woche. Dementsprechend wird das eher 10. 11. Oktober. Aber nachdem Donald Trump heute richtig aus den Rohren geschossen hat, dürfte das Klima wieder ein bisschen vergifteter sein, zumal diese Aussagen von Mnuchin doch ein bisschen plastikmäßig waren, will ich Ihnen gleich mal zeigen. Schauen wir uns erstmal an, was Trump heute gesagt hat, denn das hat es durchaus in sich. Da hat er gesagt, hier, China hat die versprochenen Reformen nicht gemacht. Damit meint er praktisch die komplette Umstellung der Wirtschaftspolitik. Das wird China auch schlichtweg nicht machen. Sie haben Subventionen weiter verteilt. Sie haben Microns Produkte gestohlen, Micron, eine US-Tech-Firma, ein Chip-Hersteller. Die Aktie reagierte heute sehr negativ auf die Zitate von Donald Trump. Am Freitag übrigens bringt das Unternehmen Zahlen als einer der ersten in der US-Berichtssaison. Jedenfalls war Trump hier sehr konkret und hat gesagt, denen haben sie hier die Dinge gestohlen und so weiter. Die zweitgrößte Wirtschaft der Welt, nämlich China, sollte sich nicht mehr oder sollte nicht mehr das Recht haben, sich als Entwicklungsland zu kennzeichnen. Die Tage der Globalisierung oder der Globalisten sind vorbei, etc., etc. Wir achten sehr genau auf die Situation in Hongkong und so weiter. Jetzt kommentiert hier Forex Live zum Beispiel, indem man sagt, naja, wenn die Chinesen das hören, glauben sie dann wirklich noch, dass Trump einen Deal machen will, einen langfristigen Deal? Eher nicht, denn Trump, das hat er heute klar gesagt, will Justice, er will Gerechtigkeit, er will Genugtuung haben für, nach seiner Meinung, die Jahrzehnte, in denen China die USA ausgebeutet haben. Nun ist die Sache die, wenn die Produktion in einem Land zu teuer wird, dann geht sie woanders hin. Genau das ist in den USA passiert mit China. Genau das passiert China derzeit mit Vietnam. Da geht die Produktion raus aus China, rein nach Vietnam. Aber die Chinesen heulen nicht, sondern sagen, ja, das ist Wettbewerb, wir müssen eben innovativer werden. Während die Amerikaner da ein bisschen anders gestrickt sind wie so verwöhnte weinerliche Kinder, die sagen, der hat mir aber das Spielzeug weggenommen. Es gibt einen hervorragenden Film, den ich Ihnen empfehlen möchte. American Factory heißt der, eine Netflix-Produktion, wo ein chinesischer Unternehmer eine Fabrik in den USA errichtet, tausende von Amerikanern einstellt, aber chinesisches Führungspersonal hat und alle sagen unisono, die Amerikaner, die sind unproduktiv, die sind weinerlich, die sind wie verwöhnte Kinder, die sind nicht wirklich bereit, hier richtig Gas zu geben, eben wie Chinesen, die teilweise richtig viel arbeiten. Das ist da noch normal. Und man sieht darin oder kann da ein bisschen sehen, so eine gewisse Dekadenz in den USA. Man lebt eben auf Konsum, man lässt die Welt, die Restwelt, all das bezahlen, was man konsumiert und die anderen produzieren. Das ist so eine Art spätrömische Dekadenz, wie einst Guido Westerwelle gesagt hat. Während die anderen noch ehrgeizig sind, lernen wollen und richtig Gas geben, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen. Die anderen, die haben schon alles, die erhoffen sich nichts mehr, die wollen nur noch den Weltmachtstatus Nummer 1 verteidigen. Und im Grunde ist das ein Symptom einer absteigenden Weltmacht gegenüber einer aufstrebenden Weltmacht. Da wird es knallen, da wird es rocken. Interessant ist das übrigens auch, was Donald Trump gegenüber dem Iran gesagt hat. Da hat er die Verfehlungen aufgezählt, geschenkt, aber dann hat er eben auch gesagt, ja, wir haben hier Sanktionen verhängt und werden noch weitere Sanktionen verhängen. Aber dann sagte er, ja, die Amerikaner suchen eigentlich eher Partnerschaften und nicht Konflikte. Und das Ganze war auch viel leidenschaftsloser vorgetragen von Donald Trump als die Attacken gegen China. Da sieht man schon ein bisschen, wo das Herz von Donald Trump wirklich ist, was ihm wirklich wichtig ist. Kein Krieg auf jeden Fall gegen den Iran, aber eben die Durchsetzung der Weltmacht Nummer 1 gegenüber China. Dann gibt es interessante Dinge, die da gestern passiert sind. Mnuchin auf die Aussage eines Reporters, naja, warum haben eigentlich die Chinesen, warum sind die nicht gekommen da nach Montana und Nebraska? Und dann sagte Mnuchin, ja, das haben ja wir so gewollt. Dann fragte Trump nach, überrascht, ja, wieso, was ist denn da passiert? Und dann sagt Mnuchin, die hat nicht so in die Zeit gepasst, das haben hier mehrere beobachtet, hier auch CNBC. Und dann hat Trump gesagt, ja, ja, schon, aber ich will doch, dass die unsere Landwirtschaftsgüter verkaufen. Und Mnuchin dann durchaus verlegen, bei dieser ganzen Veranstaltung saß Pompeo Außenminister, saß Wilbur Ross Handelsminister, dabei, der heute übrigens die komplette Rede von Donald Trump verschlafen hat, saß
komplett wieder eingedämmert im Publikum. Jedenfalls sehen wir, dass da offenkundig Unstimmigkeiten sind, dass da irgendwie nichts wirklich zusammenpasst, dass die Erklärung nicht wirklich schlüssig ist, warum die chinesische Delegation nicht in die USA gereist ist. Was haben wir noch? Wir haben heute schwache Daten bekommen aus den USA. Verbrauchervertrauen deutlich abgestürzt. Größter Fall seit Dezember 2018. Also so langsam merken die Amerikaner was. Vorher war ja schon die Verbraucherstimmung der Uni Michigan sehr, sehr schwach gewesen. Jetzt auch das Conference Board Verbrauchervertrauen, das lange noch besser gewesen ist. Wir sehen hier übrigens die Situation am Repo-Markt in den USA nach wie vor verschärft. Die Fed hat heute wieder massiv in die Märkte gepumpt. 75 Milliarden für Übernachtaktivitäten und dann 30 Milliarden für 14-tägige Repo-Aktivitäten. Und wir sehen, der Zins ist wieder überhalb der Fed's Target Range, also dem Zielkorridor der Fed, der definiert ist durch den Federal Funds Rate, also durch die Leitzinsen in den USA. Nach wie vor also Stress am Repo-Markt. Wir haben dann eine interessante Entwicklung übrigens auch in den USA. Wir haben jetzt gesehen, dass Insider, also CEOs, CFOs, Finanzchefs, große Anteilseigner oder Leute, die im Vorstand sitzen, bislang 19 Milliarden Dollar verkauft haben an eigenen Aktien, sogenannte Insider-Verkäufe. Wenn man das Ganze mal hochrechnet, jetzt annualisiert, also auf das Jahr, auf das Restjahr hochrechnet, dann wären wir auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Das heißt, die Insider verkaufen so stark wie seit 2000 nicht mehr. Diejenigen, die wissen, was in der Firma läuft, gleichzeitig, sagt Bank of America, ist der Hauptgrund, warum die Aktienmärkte gestiegen sind, sind eben die Buybacks. Da sind die kumulativen Buybacks im Vergleich zum Vorjahr 20% höher. Microsoft hat ja hier kürzlich angekündigt, massive zu kaufen. Wir sind also deutlich über dem Vorjahr. Das ist das, was die US-Aktienmärkte stützen. Während eben die Insider-Verkäufe eigentlich eine ganz andere Sprache sprechen. Irgendwo ist da ein Widerspruch in sich. Schauen wir uns noch an, was hier interessant ist, was wichtig ist. Wir hatten heute den deutschen IFO-Index, der in der Headline ein kleines bisschen besser ausgefallen ist als befürchtet. Damit wurde der sechste Fall in Folge vermieden, aber die Geschäftserwartungen, also der Ausblick der Unternehmen mit 90,8 so schwach wie seit dem Hochpunkt der Finanzkrise nicht mehr. Also null Entspannung, keine Aussicht auf Besserung, sagt auch IFO. Und wir haben dann, wollte ich Ihnen noch zeigen, in Sachen USA. Sie merken, ich springe ein bisschen. Das liegt daran, dass ich einfach manchmal hier die Tabs verwechsle. Aber wie auch immer, jedenfalls sehen wir hier, dass das Haushaltsvermögen der Amerikaner, zusammengesetzt aus Immobilien vorwiegend und eben Aktienpositionen, so hoch ist wie noch nie, höher als vor der Finanzkrise jedenfalls. Und wir sehen, dass vor allem, das hat Sven Henrik nochmal klar gezeigt, wir jetzt wieder mal 144% haben des Aktienmarkts im Vergleich zum BIP, das heißt der Aktienmarkt, die Marktkapitalisierung der US-Aktien ist deutlich höher als das BIP. Und diese 144er Marke war 2000 und 2007 der Hochpunkt. Mal sehen, ob es diesmal auch so sein wird. Trump jedenfalls hat die Märkte ein bisschen erschreckt. Und jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht. Der Optimismus in Sachen Handelskrieg, der so stark ins Kraut geschossen war, ist ein bisschen gedämpft worden. Jetzt beginnt die Blackout Period. Jetzt fallen also diese Buybacks ein bisschen weg, die doch da so stark gestützt haben. Schauen wir uns noch eine andere Geschichte an, die ich Ihnen erzählen wollte. Am Donnerstag könnte es sein, dass die US-Demokraten ein Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump eröffnen. Jetzt steigen die Wahrscheinlichkeit, dass Trump impeached, also abgesetzt wird. Die wird bei der Plattform Predicted, praktisch eine Wettplattform, bei der man so ziemlich auf alle Ereignisse wetten kann, ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen mit 60%. Das heißt, die Investoren gehen jetzt davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Trump abgesetzt wird, als dass er nicht abgesetzt wird. Sehr großes Volumen und das Ganze ist gar nicht so unaussichtsreich, weil die Demokraten im Abgeordnetenhaus die Mehrheit haben, nicht aber im Senat. Aber es gibt Kandidaten bei den Republikanern wie Mitt Romney oder auch andere gemäßigte Republikaner, die nicht so Trump-freundlich sind, die sich möglicherweise dieser ganzen Geschichte anschließen könnte, wenn sich diese Vorwürfe in Sachen Joe Biden und sein Sohn, ukrainischer Präsident, will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, bewahrheiten sollten. Also da könnte ein bisschen Stress im System sein. Die Aktienmärkte haben das bislang weitgehend ignoriert, aber heute eben auch ein bisschen mit eingepreist, neben der Rede von Donald in Sachen China. Schauen wir uns die Aktienkurse an, hier sehen wir Booms. Da passiert ein bisschen was. Da sehen wir jetzt den Dow Jones bei 26.800 und
45, 41, 37, das geht relativ schnell aktuell, wie Sie sehen. Die Charts von Capital.com, by the way, wir sehen hier den S&P 500, der jetzt weiter nach unten geht, 2972. Größeres Zeitfenster sehen wir hier, dass der Index nicht über die 3025er Marke kommt. Da ist irgendwie der Deckel drauf, da muss er drüber, sonst wird es schwierig. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Ereignis passiert ist, warum etwa auch der Nasdaq so stark hier unter Druck kommt. Bin gerade ja am Sprechen, kann ich nicht nachschauen. Schauen wir uns aber mal den DAX an, der auch jetzt eher mäßig gelaunt ist, 12.251. Wir haben Euro-Dollar bei 1,0998, Gold, das jetzt nach oben schießt, 1500, knappe 30 und Crude Oil, $57,61. Also möglicherweise ist da gerade was passiert, was ich noch nicht weiß. Da wissen Sie schon Bescheid, wenn Sie hier die Sendung sehen, und dann haben Sie einen Vorteil gegenüber mir, und das ist doch auch schon mal was, oder? Also, da scheint was im Busch zu sein. Es gibt so einige innere Widersprüche des Marktes, Insider verkaufen. Trump wird offenkundig auf seiner harten Linie bestehen, hat klar gesagt, ich will keinen vorübergehenden Deal, ich will einen großen Deal, ich will keinen schlechten Deal, ich will einen guten Deal, und das heißt Wiedergutmachung. Die Chinesen müssen sich im Prinzip entschuldigen. Und das werden sie nicht tun, denn sie sind letztendlich auch für nichts verantwortlich. Die Jobs sind aus den USA weggegangen und die Fabriken, weil eben die Produktion zu teuer ist, weil die Amerikaner zu teuer sind. Und das müsste man vielleicht Donald mal auch mitteilen. Aber er wird das eh nicht verstehen oder nicht verstehen wollen vor allem, denn es ist seine Ideologie, seine Glaubensgewissheit. Und da ist selten etwas dran zu rütteln. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.